Kapitel 6, Beyond the Gate. Ups. Irgendwas? Gar nichts. Ich sehe nichts. Ich sag euch, diese Tür ist Zeitverschwendung. Was immer da drin ist, ist wichtig genug für sie, um es mit diesem Ding zu sichern. Wir müssen es wohl lösen, um reinzukommen. Da ist ein freier Platz. Es muss ein fehlendes Stück geben, das dort reinpasst. Okay. Angenommen, wir machen uns alle auf die Suche nach dem fehlenden Zylinderbecher-Ding. Selbst wenn wir es finden, wie lösen wir den Rest davon? Vielleicht gibt's im Innenhof noch irgendeine Art Hinweis. Warum sollte jemand einen Hinweis für sein extrem kompliziertes Schloss einfach preisgeben? Praktisch unmittelbar davor? Wie wär's damit? Guter Gedanke. Ich hatte nicht erwartet, dass das funktioniert. Als ob du es wusstest. Durchsuche die oberste Etage. Ich frag mich, wo wir den Code finden. Aber naja. Ah, das hatten wir ja schon. Ach so, ja, ich muss es ja öffnen, um es wieder zu schließen. Also, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, Jaime soll sterben, okay? Also, ich glaube, ja, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, dass er sofort stirbt, aber ich glaube, er muss sterben, weil es ja auch, oh, furchtbar, was mit deinem Onkel passiert ist und so. Deswegen, ich glaube, die müssen sterben. Also, zumindest musste Jaime sterben. Keine Ahnung, ob die anderen sterben mussten. Und ganz ehrlich, zu sterben, um jemanden zu versuchen zu helfen, ist besser als zu leben, als jemanden nicht zu helfen. Denke ich. Und deswegen, also klar, wenn ich es nochmal spielen würde, um andere, also um auszuprobieren, was dann passiert wäre, klar würde ich mich dann umentscheiden, aber ich glaube, ich würde es trotzdem, also wenn es mein erster Playthrough wäre, würde ich es, glaube ich, trotzdem genauso entscheiden. Da stehe ich dahinter. Naja, dann ist ja, also dann ist ja nicht so schlimm, dass er tot ist. Aber warte, sie ist ins Portal gefallen. Ich dachte halt nicht, dass man so leicht sterben kann. Ich dachte, da gibt es dann noch Skillchecks und so, wie es halt also normal war. Aber es war halt so, ja, ich will helfen. Bonk. Okay. Dann sei halt so. Oh, ich hätte gerne den Schlüssel. Naja, gehen wir erstmal weiter. Hätte ich mich halt nur mal an meine eigenen Worte gehalten und hätte nicht geholfen. Ach ja. Oh, was ist das? Ja! Legion! Die mit Blut besiegelte Freundschaft. Oh, süß! Boah, das hätte ich echt gerne als Puppe. Ja, das wäre voll die coole Merch-Puppe. Die will ich haben. Ja, ich will die. Wirklich, die will ich haben. Besser als Barbie. Filmrezension Murder Mill. Rezensiert auf dem zweiten Höllische Begierden Fanfestival von eurem Korrespondenten Rabbit Hound. Auf den ersten Blick ist das größte Problem des Films seine unbeholfene Komposition. Murder Mill ist in etwa so ausgefeilt wie das Puppentheater, das deine Nichten und Neffen auf der Familienfeier im Wohnzimmer vorführen. Statt den Zuschauern Angst einzujagen, zeigt der Film lediglich, wie viel bessere Horrorfilme die Filmemacher bisher schon gesehen haben. Das ist allerdings recht typisch für dieses Genre. Tatsächlich ist das mittlerweile von Filmen, die auf Festivals gezeigt werden, nicht anders zu erwarten. Was jedoch ganz und gar nicht zu erwarten war, war das seltsame, beunruhigende Gefühl, das die Zuschauer der 22-Uhr-Vorstellung von der ersten Sekunde an befallen hat. Ich kann es mir absolut nicht erklären.
Murder Mill zeigte den Zuschauern nichts, was sie nicht schon unzählige Male gesehen hatten. Doch im Laufe des Films verstummten die hämischen Kommentare der Kritiker des Genres. Sie wandten sich vor Nervosität auf ihren Sitzen und vergruben ihre Gesichter in den Händen. Unter den Zuschauern auf den Rängen kam es wieder und wieder zu oftmals gewaltsamen Gefühlsausbrüchen. An diesem Abend war ein allumfassendes Gefühl der Angst zu spüren, wie ich es noch nie zuvor erlebt habe und auch nie mehr erleben möchte. Glücklicherweise wurde die Vorführung von zwei Festivalbesuchern unterbrochen, die erst auf andere Zuschauer und anschließend aufeinander losgingen und dieses unterdurchschnittliche Filmerlebnis so zu einem wahren Albtraum werden ließen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich war, aus diesem Kino raus zu sein. Ist es fair, einen Film zu bewerten, den man sich nicht zu Ende angesehen hat? In diesem Fall schon. Ich habe auf jeden Fall genug gesehen, das könnt ihr mir glauben. Habe ich vor, mir den Film noch einmal anzusehen, um ihn anständig bewerten zu können? Nein, und das liegt hauptsächlich an dem unterschwelligen Gefühl der Angst, das während dieses Films geradezu von der Leinwand triefte. Ich weiß nicht, ob das irgendein Trick der Filmemacher war oder wie sowas überhaupt funktionieren soll, aber wer sich etwas so abgrundtief Böses ausdenken kann, kann sicher auch einen besseren Film drehen. Ein gewaltsamer Effekt auf seine Zuschauer, schön. Hast du gut gemacht. Also ich meine, wenigstens wissen wir, sie kann nicht sterben. Long Island, Island. Das ist viel Geld für einen Filmstreifen. Auktionshaus, Rechnung, Augustine Lieber, Darren Manor, Charge 106, Beschreibung 8mm Film, Kinokult selten, Menge einmal, Preis 10.120 Dollar und 20 Cent, Gesamtsteuer 2024 US-Dollar, fälliger Betrag 12.144 Dollar und 20 Cent. Dolores. Aha. Ah, das ist der Schlüssel, den wir gebraucht haben. Warum was so besser? Was sagt man über Schlüssel? Da muss ein Schloss in der Nähe sein. Hm. Naja, sagt eigentlich keiner wirklich. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal runter. Es ist so dunkel. Wenn es dunkel ist, ist es dunkel. Es ist richtig dunkel. Also, das war hier. Gegenstand verwenden. Da fehlt doch etwas. Ah, ein Totem. Ein Bett im Kornfeld. Das ist immer frei, denn es ist Sommer. Okay. Finde das fehlende Teil des Dioramas. Haben wir sowas überhaupt schon gesehen? Ah! Etwas so Seltsames muss wichtig sein. Kann ich es öffnen? Für mich war das ja gestern, deswegen habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Da brauche ich was für. Ein Teil fehlt. Die Frage ist, bekomme ich das Teil, um das dann da einzusetzen, oder bekomme ich das Teil, nachdem ich was eingesetzt habe? Lass uns erstmal runtergehen nochmal. Vielleicht ist da was. Hat der schon wieder. Nee, danke, Sir. Ich brauche nichts von Ihnen. Danke. Ich glaube, hier ist auch nichts. Mich wundert halt, dass ich wieder runtergehen kann, weil die normalerweise sehr schnell absperren. Na also. Du kommst mit, Freundchen. Das meinte ich nämlich, weil die sperren eigentlich normalerweise sehr schnell die Orte ab, wo ich nicht mehr hin soll. Deswegen dachte ich mir, dass es eher unten ist als oben. Okay, dann platzieren. Achso, wir spiegeln uns. Dann platzieren wir einmal das Bäumchen. Eine Art Hammer. Vielleicht ist er von der Statue des kleinen Kerlchens. Süß. Das ist fast so groß wie mein Hammer. Mein Werkzeughammer. So. Bitteschön. Unterweltler und sein Hammer.
Wieder vereint. Gut, schließen wir das Tor auf. Ja, ich weiß nicht. Warte mal. Okay, jetzt kann ich nicht mehr. Dann... Let's go. Was wartet wohl hinter der Tür? Will ich das überhaupt wissen? Vielleicht ist da ein Muster. Aber es geht mir nicht in den Kopf. Oder sind es die... Köpfe? Das ist die Huntress. Wie viele Seiten habt ihr denn? Das ist eine Spinne. Warte mal. Ah. Was haben wir hier? Okay, hier haben wir dann. Also das eine war der Hammer, da bin ich mir ziemlich sicher. Hier wurde irgendwas reingeritzt. Weil der Hammer ist hier drin. Wo hier? Hier wird. Wo ist sie denn? Ist sie oben? Ist sie hier? Oma? Oder unten? Oma? Wo bist du? Linda? Ich glaube, sie wartet unten auf uns. Ach ja, da steht sie. Creepy. Okay. Linda, ich bin sofort bei dir. Sie hat mich gerade irritiert mit den Köpfen. Oder sind es die Köpfe? Einer hatte keinen Kopf. Du standest gerade noch hier, nicht wahr? Hat er das Geräusch gemacht? Oh. Danke, Linda. Wow. Nur einer davon ist nicht an. Was Augustin da wohl aufbewahrt? Hm. Aber ich glaube, wir zoomen hier auf nichts. Das wird wahrscheinlich später noch wichtig sein, vielleicht. Falls wir verfolgt werden oder so. Sieht aus wie eine Waschmaschine von innen. Aber ich bezweifle, dass es eine ist. Ach Quatsch, wie kommst du denn darauf? Zeitmaschinen, okay. Wahrscheinlich wieder das, wo das Innere verlangsamt wird und man, ne? Hast du nicht gerade gesagt, irgendwo wurde was eingeritzt? Naja, gehen wir. Also wir hatten einmal den Baum. Gott, Hilfe. Wir hatten einmal den Baum, den Hammer und eigentlich das Totem, oder? Oder ist es hier? Ja, oh mein Gott, ich bin so blind. Haus, Baum, Hammer. Haus, Baum, Hammer. So. Haus. Nein, hier, danke. Baum, Hammer. Das war nicht so schlimm. Ah, die Huntress.
Tja. Wenn du dir Einblicke in Augustins Gedankenwelt erhofft hast, ist doch, was du wolltest. Oh. Hurra! Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das nicht. Los, wir schauen uns um. Pass auf! Erkunde das Reliquiar, um mehr über Augustin lieber zu erfahren. Ja, wir fangen hier drüben an. Wir fangen nicht hier drüben an, natürlich. Das ist wie ein Museum für... Shit. Keine Ahnung. Etwas Überirdisches, so viel steht mal fest. Ist das die mit der... Sagen die dir irgendwas? Mit den Insekten und so? Das ist genau wie in meinem Film. The Prophecy of Pain. Nachdem sie die Grabkammer öffnen? Oh, ja, absolut. Es ist wirklich ganz genau so. Es gibt kein Grab in The Prophecy of Pain. Oh, ich... Ja, sorry, hab's verwechselt mit einem der anderen. Wenn ich mich recht entsinne, gibt's in keinem meiner Filme irgendwelche Gräber. Alte Flüche und dieser ganze Fantasy-Kram waren nie mein Fall. Aber das weißt du alles, weil du so ein Riesenfan von mir bist. Okay, also... Du hast keinen einzigen meiner Filme gesehen, oder? Ich bin ein Fan deiner Reputation. Ja, klar. Was Filme angeht, bin ich ehrlich gesagt eher so der Boom! Ratatatatatata! Typ. Unterhaltung. Cliff Burrow. Meine Filme untersuchen die Wurzeln des Bösen im Herzen der Menschen. Dir sind sie wahrscheinlich nicht unterhaltsam genug. Aber jetzt, wo du aufgeflogen bist, verrat mir doch bitte, wie du wirklich an den Film gekommen bist. Tja, wenn du das unbedingt wissen willst, wirst du mir im Gegenzug etwas anbieten müssen. Ich kann dir Freundschaft anbieten. Ich kann dir eigentlich nur eine Sache anbieten. Und zwar? Freundschaft. Du machst Witze, oder? Ich habe den Eindruck, du hast nicht so oft Leute, die auf deiner Seite stehen. Das ist deine Meinung. Ich bin mir sicher, was Augustin auch plant, am Ende stehen wir bestimmt nicht als Gewinner da. Und? Wenn wir nur eine leise Chance haben wollen, die Sache zu durchschauen, um uns einen Vorteil zu verschaffen, müssen wir einander trauen. Es gibt nur einen, dem ich vertraue. Er hat zwei Daumen und ist dieser Kerl. Du kannst mir trauen, Stan. Ich gebe dir mein Wort drauf. Wenn du mir die Wahrheit über dein Band sagst. Ich, darauf komme ich später zurück. Ja, dann sind wir so lange ja auch keine Freunde, Gott sei Dank. Also was mich halt wundert, ist, dass er keiner der Hauptcharaktere ist. Das heißt, er ist für mich jetzt schon suspekt. Eine Herde in Angst, Justine Joffrey. Eine der dunkelsten Reisen, auf die Justine Joffrey uns jemals mitgenommen hat, das Ende wird sie noch Tage später erschaudern lassen. Die New York Gazette. Das im Amerika der 60er Jahre steckt in einer tiefen Krise. Eine Gruppe Idealisten baut unter der Leitung ihres charismatischen Anführers eine neue Gesellschaft auf, um den politischen Turbulenzen dieser Ära den Rücken zu kehren. Innerhalb kürzester Zeit schließen sich hunderte Gleichgesinnte in der verzweifelten Hoffnung auf ein besseres Leben der Herde an. Doch um eine perfekte Welt zu schaffen, bedarf es mehr als Mantras und einer positiven Einstellung. Es dauert nicht lange, bis die persönlichen Probleme der Herde ihr Paradies zu zerstören drohen. Und dann kommt alles plötzlich noch viel schlimmer. Die Herde wird von Angst gepackt, was auch immer es auf sie abgesehen hat. Mit wohlwollenden Gesängen werden sie nichts dagegen ausrichten können. Hat ihr Anführer sie alle hintergangen, um seine eigenen Ziele zu verfolgen? Oder gibt es da draußen noch etwas anderes, womöglich etwas unvorstellbar Tödliches? Herrlich trashig, Rezension des Verlags. Oh nein. Lesestunde, let's go. Kapitel 28, Manifestation. Vor ein paar Stunden wäre die Rückkehr in die Siedlung ihr noch ein leichtes gewesen. Doch mittlerweile hatten die Sturmwolken jegliches Sternlicht geschluckt. Der peitschende, ohrenbetäubende Regen und die schrillen Rufe der Krähen, hämischem Gelächter gleich, machten es unmöglich zu sehen oder zu hören, ob jemand Beatrice auf den Fersen war. Egal wie weit sie sich auch von der Bühne entfernte, sie schien ihrem Krächzen nicht entkommen zu können. Doch wenigstens übertönte es das furchtbare Schmatzen, das Gleiten, die Schreie. Sie spürte, wie sie den Halt verlor. Der viele Regen hatte den Sand glitschig werden lassen. Beatrice schrie, als sie mit dem Gesicht voraus auf den schlammigen Boden fiel.
Sie war so schnell ausgerutscht, dass sie nicht rechtzeitig den Arm hatte heben können, um ihren Sturz abzufedern. Als sie nach dem Aufprall verzweifelt um Luft rang, spürte sie auf einmal ein Brennen in ihrer Hand. Sie hatte sie sich an einem scharfen Stein aufgeschnitten. Sie wollte schreien. Hatte ihr das Schicksal denn nicht schon übel genug mitgespielt? Doch sie wusste, dass sie jetzt nicht verzweifeln durfte, wusste, dass sie aufstehen, weitergehen und irgendwie einen Weg zurückfinden musste. Sie rappelte sich widerwillig auf und ging zögerlich ein paar Schritte. Sie stellte mit Entsetzen fest, dass der Knöchel, mit dem sie umgeknickt war, ernsthaft verletzt zu sein schien, aber sie stürzte sich dennoch wieder in die dröhnende Dunkelheit. Sie durfte unter keinen Umständen stehen bleiben, auf gar keinen Fall, denn sie wusste nicht, wo das Ding war, das Ding, das Stampfer gerufen, Stamper gerufen, beschworen, geschaffen hatte. Sie hatte noch lebhaft vor Augen, wie es aus dem Schlamm auferstanden war und Ron in Stücke gerissen hatte. Sie erinnerte sich an seinen verzweifelten Blick, als er sie angefleht hatte zu fliehen, bevor es ihn dreigeteilt und das Feld ins Chaos gestürzt hatte. Sie hatte getan, wie ihr befohlen, und war so schnell gerannt, wie sie nur konnte. Sie hatte das grauenhafte Geschehen hinter sich hören können, hatte sich jedoch nicht umzudrehen gewagt. Beatrice konnte erst die Steigung und schließlich ein paar vereinzelte Grasbüschel unter ihren Füßen spüren. Sie stützte sich mit ihrer blutigen Hand am Boden ab, um den Weg zu erfüllen. Die Klippen, bis zur Siedlung war es nicht mehr weit. Wenn sie die erreichte, konnte sie Alarm schlagen, um Hilfe rufen, die anderen retten, fliehen. Sie versuchte, sich zu beruhigen, während sie sich den gefährlichen Pfad entlanghangelte. Sie atmete behutsam durch und hielt sich an dem Felsen fest, während sie sich vorsichtig ihren Weg bahnte. Der Regen ließ allmählich nach. An manchen Stellen wurden die schwarzen Wolken von Mondlicht durchdrungen, das ihr den Weg erleuchtete und sie zurückführte. Sie schöpfte neue Hoffnung. Die Siedlung war ein ganzes Stück landeinwärts von der Bühne entfernt, wo Stampers Wesen auferstanden war. Er konnte sie unmöglich vor ihr erreicht haben, oder? Diese Möglichkeit war zu furchtbar, um sie weiter in Betracht zu ziehen. Sie konzentrierte sich lieber wieder darauf, dass sie womöglich überleben könnte, wenn sie die Siedlung und die Ressourcen dort erreichte. Ich komme ihr immer näher und näher und näher. Diese Worte wiederholte Beatrice so lange in Gedanken, bis sie feststellte, dass sie zu einem Mantra geworden waren. Nach allem, was Stamper der Herde angetan hatte und nach all seinen blutbefleckten Lehren, wusste sie jetzt, dass sie nur auf sich selbst vertrauen konnte. Von hier oben konnte sie ein Licht sehen. Dort war ihr kleines Dorf. Sobald sie über die Felsen geklettert war, würde sie losrennen. Sie würde so schnell rennen, wie sie nur konnte, so schnell, wie ihr verletzter Knöchel es zulassen würde. Und dann würde sie sich verteidigen, entkommen, irgendwas finden. Vielleicht Zuflucht, vielleicht auch Erlösung. Ihr Herz begann zu rasen, als sie erneut Hoffnung schöpfte. Es war nicht mehr weit. Sie musste nur noch über den Felsen. Sie würde es schaffen. Sie schrie. Etwas traf sie heftig an der Schulter. Sie geriet ins Straucheln und fiel rücklings auf ein paar Steine, bevor sie mit einem lauten Platschen im seichten Salzwasser landete und vor Schmerzen schrie. Sie konnte Blut in ihrem Mund schmecken und stieß einen entsetzlichen Schrei aus, als ihre Nerven zu brennen begannen. Sie versuchte, mit ganzer Kraft aufzustehen, doch ihr Knöchel konnte sie nicht mehr tragen. Sie stürzte mit einem Schmerzensschrei zu Boden. Beatrice streckte ihre Hand nach den Felsen aus, um sich daran abzustützen. Doch stattdessen spürte sie etwas unter ihren Fingern, das sich wie Sehnen anfühlte und Rückgrate und Schlamm. Trotz ihrer tränenfeuchten Augen konnte sie den Druani ausmachen, der über ihr emporragte. Noch immer tropften an ihm der Schlamm, aus dem er entstanden war, und die Überreste ihrer Freunde herunter. Über ihnen zogen erneut dichte Wolken auf und dicke Regentropfen prasselten vom Himmel herab. Eines der verknüpften Glieder des abscheulichen Monsters wurde vom dämmerigen Licht in der Ferne erhellt, als es zum Angriff überging. Boah, meine Augen brennen von diesem Weiß auf Schwarz, glaube ich. Ein Roman in dieser Welt, aber vielleicht eine düstere Realität in einer anderen Welt. Wer bist du? Oh. Das ist ja alles wie ein Filmset hier. Es sieht ein bisschen aus wie so ein Leguan mit Schmetterlangsflügel. Oh, wie aufmunternd. Hä, klar. Warte, steht da irgendwie was? Ist wieder was zum Drücken, damit ich eine Geheimtür öffne? Sind wir im Museum? Ja, ne? Ah, das ist nur das Buch. Da will ich nicht schon wieder nicht mehr lesen. Bitte. Keine Lesestunde mehr. Es reicht. Was bist du denn?
War klar. Und was bist du? Ich melde mich vom Trade Winds Kino in der Texas Avenue, wo wir Zeugen wurden. Wir sind Zeugen einer Art Protestaktion oder... Ich weiß es nicht. Ich kann derzeit nur berichten, dass es mehrere Angriffe auf gewöhnliche Bürger sowie auf Polizisten und Sanitäter gab. Es ist nicht eindeutig, zumindest nicht für uns, was der Auslöser für diese Situation war. Aber ich bestätige, dass es im Innern des Kinos begann. Es wird berichtet, dass ein Mitarbeiter bei der Vorführung von Murder Mill totgetrampelt wurde. Von hier aus sehe ich beträchtliche Schäden in der Umgebung und die Polizei versucht noch immer, die Menge unter Kontrolle zu bringen. Okay, okay, gerade wird hier jemand verhaftet. Und mehrere Personen stürmen von allen Seiten auf die Polizisten zu. Oh mein Gott. Okay. Das war eine Explosion. Ich kann nicht sehen. Ich kann nicht sehen. Oh Gott. Die Polizei hat das Feuer eröffnet. Die Polizei könnte uns so easy durchbrochen. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ganz normal. So. Dann gucken wir mal. Hier geht's wahrscheinlich weiter, richtig? Nee, okay. Auch zu. Getrocknetes Blut? Hallo Frankie! Der gute Frankie Stone. Oh. Hatten wir jetzt schon alles? Ich glaube, ja, oder? Ich glaube, wir hatten schon alles. Naja, mal gucken. Das ist... Nein. Unmöglich. Das kann nicht sein. Hey, Linda. Das solltest du dir ansehen. Was ist das? Es lag einfach hier, so aufgeschlagen. Talismane. Bergen Quellen großer Macht. Können viele Formen annehmen. Manifestieren sich oft als Andenken früherer Opfer. Opfer. Andenken früherer Opfer. Die zu Schutztalismanen werden können, wenn man sie trägt. Was bedeutet das? Ich weiß nicht. Aber es muss für Augustin wichtig sein, wenn sie die Seite offen ließ. Vielleicht ist... Wer bist du denn? Sam? Ist er das? Obwohl, warte, das kann ja nur Robert eigentlich sein. Nächstes Sam. Ja, Sam ist doch viel zu alt. Nee, Robert, ne? Weil, also Sam müsste schon tot sein. Das muss auch Robert sein. Kapitel 7, A Perilous Place. Holen wir nicht lieber den Rest der Crew? Er hinterfragt schon gar nicht mehr, was sie ihm erzählen. Ich meine, er ist echt klug. Aber Eltern irren sich auch. Das muss doch in seinen süßen kleinen Kopf reingehen. Bonnie. Er kann nicht ewig ein kleines Muttersöhnchen sein. Bonnie. Hm? Langsam wird's echt kalt. Lass uns die anderen holen und abhauen. Oh. Kalt. Ja. Dagegen habe ich doch was. Taschenwärmer. Aber, also eigentlich, wir können ja. Obwohl, können wir nicht. Nein. Aber, ich meine, ihr passiert ja, also ihr kann ja nichts passieren. Bonnie kann ja eigentlich auch nichts passieren, weil wie kann sie die Mutter von Madison werden, wenn sie dann stirbt? Also eigentlich können wir trinken. Prost!
Okay, klar. Danke. Na toll. Ups, mir ist kälter geworden als gedacht, als ich euch bis hierher gefolgt bin. Ich kenne meine Grenzen. Ich habe sie die ganze Zeit gespürt, als ich die letzten Wochen zu Hause war. So schlimm kann Zeit mit der Familie doch nicht sein. Das kann auch nur jemand behaupten, der meine Familie nicht besonders gut kennt. Ich habe viel Zeit mit Jaime verbracht. Jaime ist... er kann okay sein. Er muss endlich erwachsen werden. Zu spät. Du musst ihn überreden, nach der Schule Cedar Hills zu verlassen. Er könnte nach New York kommen, egal, solange er nicht hier bleibt. Weiß nicht, ob Jaime sich hier ein anderes Leben vorgestellt hat. Er denkt nicht so weit voraus. Selbst wenn er es nicht tut, du musst... Was, gehen? Ja. Ich meine, außer es gibt irgendeinen geheimen Grund, warum du hier bleiben willst? Ha, verspielt, let's go. Und wieso geht dich das was an, Bonnie Rivera? Hey, wenn ein Kaff wie dieses eine Sache zu bieten hat, dann ist es brühwarmer Klatsch und Tratsch. Warum hast du Cedar Hills nur so? Du warst praktisch das Stadtmaskottchen. Oh, damals dachte ich noch, die Welt beginnt auf der Hauptstraße, dreht sich einmal um die eigene Achse und endet wieder auf der Hauptstraße. Als ich nach New York zog, verstand ich, die wirkliche Welt beginnt auf der Canal Street, bewegt sich zwischen Avenue C und Westside Highway und endet auf der 14. Cedar Hills kommt darin gar nicht vor. Wie läuft's mit deiner Band? Ich würde euch wirklich gern mal live sehen. Futsch, Schluss aus, Ende. Sorry. Schon okay. Bands eben. Mir ging's eh nur um die Mädchen. Aber ich machte den Fehler, ein Mädchen aus meiner Band zu daten. Oh. Sie war cool, aber als sie hörte, dass meine Heimreise länger dauert, haben sie und die Band ohne mich weitergemacht. Du hast was Besseres verdient. Ja, finde ich auch. Vielleicht sollten wir die anderen suchen. Bist du sicher? Ich komme gerade in Fahrt. Ja, bin ich. Die anderen, hä? Ich weiß nicht, ob... Sobald Mom nach Hause kommt, heißt das nichts wie weg für diese Chica. Nichts wie... Weg. Tschüss, ciao und war mir ein Vergnügen. Ich kapier's nicht. Ich verlasse Cedar Hills. Endgültig. Oh. Kann ich verstehen. Wieder in die Stadt? Wo sollte ich denn sonst hin? Gibt ja auch andere Städte, oder? Nee, nur die eine. Was hast du da vor? Was ich immer mache. Rumspinnen, ablosen. Vielleicht Filme drehen. Ach ja? Ja, klingt nach Spaß. Manchmal schon, ja. Wo habt ihr eigentlich die Kamera her? Ich weiß nicht, ob wir die anderen finden wollen. 5 Namen habe ich genommen und doch scheine ich dem Pfad nicht näher gekommen zu sein. Oh, das ist nicht meine. Sie gehört Jaime. Aber jetzt frage ich dich. Aus einem Kuriositätenladen in der Stadt. Gab dann wohl nur die eine. Ja. Wir sind wieder hier. Das heißt für mich einfach hier durch? Yep, okay. Hey! Leute? Hallo? Hey, wo sind denn alle? Vielleicht sollte ich das mit dem Reden lassen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das eine gute Idee. Ah, ich weiß, wo wir sind.
Wir müssen einfach nur hier durch. Ich werde jetzt nicht nochmal alles abgehen. Oh nein. Jaime? Honey, Jaime! Brüderchen. Nein, 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 nein. Er ist nicht. Er ist nicht. Linda, er atmet nicht mehr. Sorry? Nein, nein, nein. Nein. Wie konnte sowas passieren? Wie konnte sowas nur passieren? Sorry? Das ergibt doch keinen Sinn. Aber ich weiß nicht. Das ergibt keinen Sinn. Mein kleiner Bruder. Bonnie, ich weiß nicht, ob wir hier sicher sind. Was ist passiert? Und die Kamera? Vielleicht haben sie gefilmt als... Vielleicht. Ja, kann sein. Suchen wir Chris und Robert. Nein, ich gehe nicht ohne Jaime. Wer das getan hat, könnte noch hier sein. Wir können nicht bleiben, okay? Nimm du ein Stück, das andere Stück nehme ich. Das besser zu tragen. Hätten wir das mal gewusst. Was zum Teufel war das? Ich muss einen Weg hier rausfinden. Der ist es nicht. Bonnie? Bonnie? My Bonnie is over the ocean. Okay, darüber können wir. Aber erstmal gucken wir natürlich hier. Ja, ich weiß schon, ich muss darüber. Wenn ich es da hochschaffe, komme ich raus. Ja, aber. Okay, da kann ich nicht lang. Ich würde trotzdem gern gucken, ob hier Sachen rumliegen. Nur so ein bisschen. Nur so ein ganz klein bisschen. Ich meine, man kann ja nie wissen, ne? Warte mal, war da nicht was? Oder war das einfach noch das Aktivieren? Ich glaube, es war noch das Aktivieren, richtig? Ja. Okay. Okay. Dann können wir ja jetzt... Oh. Den Generator reparieren, nicht wahr? Mitte. Okay. Die sind aber auch ein bisschen lästig, die Viecher. Okay. Ich schätze mal, wir müssen hier lang, um da was zu finden. Sonst wäre es nicht lästig genug, denke ich. Ich schätze, da wird was sein.
Oder wieder ganz am Anfang. Also hier. Oder auch nicht. Entschuldigung, ich bräuchte einen Teil. Bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Ich hätte echt gedacht, da. Da. Ich hab's nicht gesehen. Aber ihr kann nichts passieren. Alles gut. Ihr kann nichts passieren. Weil sonst ist die Geschichte falsch. Es ist nicht mehr so krass versetzt wie davor. Okay, doch. Den Fahrstuhl nach unten. Ich gehe den Weg. Ich habe Angst vor der Tür. Sorry, Türen machen mir Angst. Ich rufe den Fahrstuhl nach unten. Natürlich machen wir das. Der scheucht mich weg. Der lässt mich woanders hingucken. Fuck! Nein! Es kommt! Wie fies er ist. Reicht jetzt? Klettere drauf, um zu entkommen. Wie denn? Ah, hier drauf, okay. Okay, let's go. Bonnie finden. Okay, da darf ich nicht hin. Da kann ich wahrscheinlich auch nicht rüberklettern, also werden wir jetzt hier einfach weitergehen, wo wir hin sollen auch, nicht wahr? Die Frage ist... Nee, da soll ich nicht hin. Alles gut, dann hier. Bolle. Ich frag mich, ob man daneben springen kann. Du bist Frank Stone im Waggonschuppen entkommen. Ach, das war Frank Stone, okay. Junge Dame. Oh. Oh. Alles nur für dieses blöde Kästchen. Der Mann... Diamantmanschettenknöpfe. Ein 10 von 12. Heißt das, wir sind fast am Ende? Zufällig? Herunterklettern. Will ich hier runter? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich will da runter.
Okay, hier ist gar nichts. Ach, wir kommen hier einfach. Gut. Haben wir einfach nur das zweite Mal balancieren dadurch gespart. Entschuldigung. Entschuldigung. Danke. Naja, es fehlen uns genauso viel, wie wir haben bisher, okay? Eins hätte ich gern noch. Also wenigstens 50% hätte ich gern. Das würde mir sehr gut gefallen. Warte mal, geht's da weiter? Nein. Nicht, dass ich einen Killer verpasse oder so. Was ich eh schon getan habe.